Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Super Maxi Simulator. Mein Laden hat bereits geöffnet, ich habe alles eingekauft. Ich habe meine Währung auf Mark umgestellt. Und Pfennige. Na gut, das M sieht jetzt ein bisschen blöd hier vor aus, da oben auch. Also da oben rechts da. Aber da ich ja nun mal die Mark habe, ne, muss da auch ein M stehen. Ja. So. Ja, da hat mir einer in den Kommentaren geschrieben, dass man auch mit dem Scannen da hinten im Lager, wenn man da einmal scannt, wird der komplette leere Platz sozusagen gekauft. Ja, ich habe mal nachgeguckt. Entweder gibt es den Mod nicht mehr oder ich finde ihn nicht oder ich bin zu keine Ahnung. Wie gesagt, ich finde ihn einfach nicht. Wenn einer weiß, welchen Mod er meint, kann er mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Also kurz gesagt, wenn da noch drei Plätze fehlen und ich scanne einmal, hat er gleich automatisch drei Dinger da drinne. Wäre vielleicht manchmal gar nicht mal so verkehrt, dass man nicht immer 5000 Mal piepen muss. Andererseits, wenn sie gerade beim Einfüllen sind und ich kaufe voll. Ja gut, dann darf ich die nicht einkaufen, wenn sie gerade am Füllen sind. Tja. Ja, ihr dürft auch zu mir kommen. Hallo? 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 Ja, na, da geht doch. Hallo, der Herr. Geben Sie mal her Ihre Sparkassenkarte. 43,91 Mark. Danke sehr. Ich werde mal gucken, ob ich bestimmte M's wegnehmen kann. Also mal da unten. Mal da sieht es. Oder ich muss versuchen, dann ein Leerzeichen reinzumachen. Ich glaube, wenn ich da ein Leerzeichen reinquetschen könnte. Das wäre vielleicht besser. So wie hier, ne? Also. Naja, wo ein Leerzeichen. Na doch, eigentlich, ne, es ist ein Leerzeichen. Ich versuche mal da ein Leerzeichen mit reinzuballern, aber das wird glaube ich nicht gehen. Na, ich teste das mal. Ne, genauso wie hier. Oder ich nehme das hier ganz raus. Aber dann wird bestimmt überall raus sein. Da, da und da. Das will ich natürlich auch nicht. Obwohl, theoretisch könnte das auch, ne? So, 21,42 Mark. Danke sehr, die Dame. Ja, und hier unten habe ich statt ein P, ein PF geschrieben. Das passt gut hin. Habe ich schon getestet. Wo kommt meiner mit Geld hier, meine ich mal um die Ecke? 20,94 Mark. Danke sehr. Beenden Sie was bald wieder. Oh, wieder die Karte. So, was ist hier los? 114 Mark und 22 Pfennige. Jetzt, guck da, ne? PF passt wunderbar hin. Bitte Mark davor wieder. Naja. Komm, so schlimm ist es auch nicht. Aber hier, wie gesagt, das hier unten. Da würde ich ganz gerne die Mark wegnehmen, da. So, Sie bekommen zurück 60 Pfennige. Danke sehr. Sie bekommen zurück gar nichts, weil Sie mir schulden noch einen Cent. Kenner hier. So, Sie kriegen zurück 62 Pfennig. Danke sehr. 32,64 Mark. Danke sehr. ...168,51. Danke sehr. Oh, dreimal Hundefutter, oder? 1, 2, 3. Yeah. Sie bekommen zurück 4 Mark und... Quatsch. Nein, hör mal auf. 58 Pfennig. Danke sehr. Wählen Sie uns mal wieder. Eine Flasche Alkohol. 22. 49. Und dein Zwillingsbruder kauft den Rest, wa? 107,41 Mark. Danke sehr. 7,86 Mark. Danke sehr. 64.
64,37 Mark. Danke sehr. 50,90 Mark. Danke sehr. George, machst du das Licht an? Danke sehr. So, 39 Pfennig. Danke sehr. Da läuft aber eine Kasse hier. Ich glaube, 72.000 brauchen wir, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Danke sehr. Na, so, hab her. So, 70 Mark und 7. Oh, das war ja 70, also 7007. Cool. So, Sie bekommen zurück 1 Mark und 95 Pfennige. Jetzt wollte ich wieder Cent sagen. So, 1 Mark und 28 Pfennig. Danke sehr. Danke sehr. Wow, das war ja Pizza. Viermal Pizza? Wo steht das? Kann ich sehen, ist egal. Sie kriegen nicht zurück. Danke sehr. Ich bin ja beim Überlegen. Erst Erweiterung. Wie mache ich jedes Mal? Ne? Erst Erweiterung oder erst Lizenz? Oh. So, 122, 92. Danke sehr. So, jetzt habe ich mal gerade kurz nicht gesprochen, weil hier gerade ein Krankenwagen bei mir vor der Tür lang fährt. So. 18 Pfennig. Danke sehr. So, das macht 145, 21. Sie bekommt zurück 4 Mark und 79 Pfennige. Danke sehr. £160,48. Danke sehr. £239,93. Danke sehr. £183,55. Danke sehr. 27,96 Mark. Danke sehr. 7,96 Mark. So, Sie bekommen zurück 70 Pfennige. Danke sehr. Viermal Toast. Oha, Toast muss ich bestimmt wieder nachkaufen. Wie verrückt. So, 6 Mark und 57 Pfennig. Danke sehr. 12 mir noch 2 Cent, junger Mann. Gut, dann mache ich meine Kasse zu. Was ist denn hier? Steh mal auf. So, ich werde mal den Rest des Tages schon mal wieder damit beginnen. Ach, was laber ich denn? Um wieder ein bisschen was einzuräumen. Damit die Jungs nicht wieder so viel zu tun haben. Weil wir wollen ja alle pünktlich nach Hause, ne Jungs? Genau. So. Warte mal, jetzt muss ich mal überlegen. Oh, der meinte er sogar in dem Dings diesen Mod. Vielleicht meint er gar nicht das Einkaufen, dass der restliche Platz voll ist, sondern es gibt auch den Mod, wo ich mich hier hinstelle. Nicht, dass jeder Artikel einzeln reingeschmissen wird ins Regal, sondern dass gleich der ganze Karton da drin ist. Ja, mal sehen. Ich habe ihn ja angeschrieben. Wenn er mir schon so einen Tipp gibt, soll er mir auch sagen, wie der Mod heißt. Weil nur sagen, dass es den Mod gibt, ist natürlich blöd. Dann kann man auch gleich mal reinschreiben, ne? Nein, ist nicht blöd. Nicht falsch verstehen. Also ist nicht böse gemeint. Ich meine, weil, wie gesagt, manchmal sind die Mods, haben die einen anderen Titel, als man jetzt erwarten würde.
wenn man jetzt sucht. Weil ich habe alles Mögliche reingegeben. Ich habe Rack reingegeben, ich habe Automatik reingegeben, oder Auto, bla bla bla, eingegeben. Ich habe Scanner eingegeben, weil das ja über Scanner läuft theoretisch, ne? Wegen was ging. Ah ja, wegen Scanner hat er was gesagt. Nee, dann ist es doch. Dann hat das doch was mit dem Kaufen zu tun. Ne, weil, wie gesagt, ich habe gesucht, ich habe da nichts gefunden. Sind wir fertig, Jungs? Keiner mehr da? Nö. Gut, den gucken wir mal. 100, was, so wenig Leute? Was? Was geht denn jetzt hier ab? Bitte was? War hier irgendwas mit den Preisen nicht in Ordnung? Nein, ja, Mensch. Ist doch alles richtig. Ja, dann hat wieder irgendein Mod jetzt hier beim Einspielen. Oder hatte das was mit diesem Mod hier zu tun, mit dem Mark? Weil da wurde ja eine Config-Datei angelegt. Ach, vielleicht habe ich da noch was vergessen, irgendwas einzuprogrammieren. Keine Ahnung. Okay, werden wir im Auge behalten jetzt. Genau, müssen wir jetzt gleich nochmal kicken. Nicht dat dat. Das geht ja hier nicht so weiter, ne, Jungs? Was sagt ihr dazu? Ah, die reden doch wieder nicht mit mir, die Jungs. So, Eier. Wieder noch mit rein. Yep. Und das finde ich auch zum Beispiel blöd, ne? Warum können sie, wenn sie hier leere Kartons hier anschleppen und der, da passen die noch mit rein, ne? Warum kann er die nicht, warum können sie die nicht gleich mit reinschmeißen da? Ich hab mal die... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5. Oh, jetzt habe ich immer zu viel bestellt. Na, ist egal. Einmal Kartoffeln können wir ruhig. Oh, Kartoffelpüs alle. Oh, ich habe wieder die Toasts vergessen hier. Okay, geht nicht. Aber die können wir zusammenstellen. Das finde ich ja jetzt ein bisschen blöd. So viel habe ich ja schon seit Ewigkeiten nicht mehr gehabt, dass hier ein Preis zu teuer war. Wisst ihr was? Ich werde den Laden schon mal aufmachen. So, hier war ich ja durch. Oder mache ich, da mache ich ja immer hier weiter. Okay, hier können wir auch. Hier können wir. Hier können wir. Oh. Der Rice. War alle. Ist hier schon wieder ein halb leeren Karton dahingestellt, die Jungs. Okay, der passt nicht. Zweimal Nudeln. So, jetzt werden wir erstmal hier reingehen. Alkohol. Milch. Wieder mal alle. Wieder los?
Oh, was soll denn die Scheiße, Jungs? Hört mal auf mit dem Mist. Also langsam nervt das, ey, ganz ehrlich. Wo ich so viel... Ist doch rein hier, verstehe ich nicht. Sag mal, Alter! Ich bestell mal kurz. Warum dürfen die da was reinstellen, obwohl... Obwohl da gar nichts... obwohl da gar nichts drin steht. Ich denke, die Schilder darf man nicht verwechselt verändern. Hä? Wo ist denn jetzt das Bier hin? Jetzt waren da gar keine Schilder dran und er packt das trotzdem da rein. Naja, gut. Muss ich das nicht verstehen. Vielleicht ist das gar nicht so gut, zu viele Mods drin zu haben. Das war's ja eben. Oder vielleicht ist das gar nicht so gut, die Regale vielleicht doch nicht so voll zu kloppen jedes Mal. Oder so viele Regale kaufen, dass wir gar nicht dazu kommen, die Regale erst voll zu kaufen. Ne? Dass immer ein Regal immer bleibt zum... Na, wie soll ich das nennen? Zum Leerbleiben. Hörte sich gerade ein bisschen doof an, ne? Guck mal, die Bücher haben wir schon wieder abgenommen. Oh, Lolek und Bolek wird gekauft, wie verrückt. So, Katzenfutter auch noch mal einmal. Bitte, kriegen wir doch voll. Wer doch gelacht. Naja, komm, hier können wir auch nochmal nachholen. Oh, Rot auch schon wieder hier oben. Da stand schon wieder zu teuer. Meine Kassen sind voll. Aber irgendwas konnte er nicht finden. Hier, was war das eben? Naja, Buddy. Dann fangen wir mal kurz vor Feierabend mit dem Kassieren an. So, gib mir her dein Hups, gib mir her dein Geld. So, du kriegst zurück. Sie kriegen zurück. Entschuldigung. 7 Mark und 79 Pfennig. Danke sehr. George, machen wir das Licht wieder an. Danke sehr. So. So oft zu teuer. So, was ist denn hier los? Dann muss ich mal gucken. Irgendein Mod, den ich wieder rausschmeißen muss. Kann das ja nur noch der sein hier, wo ich das einstellen musste, hier mit diesem Mark hier. Und Pfennig, da stand nämlich auch irgendwas mit. Ja, obwohl, das soll ja nur Anzeigen bedeuten, ne? Das soll ja nicht bedeuten, dass da was, dass preislich da was geändert wird oder so. Naja, ich guck mal gleich nach.
So, 120 Mark und 50. Oder ich muss es in Mark umrechnen hier. Das wär ja dein Geld. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dann bin ich ja ganz schnell hier reich. So, 18 Mark und 75 Pfennig. Danke sehr, wir sehen uns bald wieder. Wir kommen nicht zurück, danke sehr. $266.39. Danke sehr. So, 48 Mark und 59 Pfennig. Danke sehr. $42.02. Danke sehr. Und wo kommt jetzt noch so einen großen Scheiß hier? $45.10. 124,78. $59.94. Danke sehr. Wir sind bei 46.000 Mark. Ungefähr. So, 2 Mark und das ist ja die Schnapszahl. So, 10 Mark und 15 Pfennige. Danke sehr. Mark und 24 Pfennige. Danke sehr. Na, gib her die Sparkassenkarte. 36,92 Mark. Danke sehr. $84.00. Ach Quatsch, hätte ich gar nicht tippen brauchen. $83.04. Ups. Danke sehr. $182.03. Danke sehr. Ich bin echt gespannt, ob wieder jetzt so viel rummeckern wegen zu teuer. $129.67. Aber ich weiß nicht warum. Warum haben die gemeckert? 15,59, 15,69. Das ist das, was ich immer hatte bis jetzt. Immer 10 Cent mehr. 2,68, 2,78. Oder wird hier irgendein Artikel nicht abgedatet? Ja, nee, kann ja nicht sein, dass 45 Mann diesen Artikel kaufen wollten. 9,45, 9,55. Gut, die Bücher? 9,84, 9,94. Stimmt alles. Gut, ich werde mal das... Ich werde mal genau das. Ich werde mal das Zucker auffüllen. Ich werde mal den Zucker auffüllen. Junge, nimm mal den Karton vom Gesicht weg, sonst läufst du noch irgendwo gegen. Ich dachte schon, der nimmt mir meine Arbeit weg, der Junge. Fertig. Okay, ich werde mal den schwarzen Kaffee nehmen. Der wird bestimmt wieder alle sein. Na, nicht ganz heute. Na komm, wir machen voll. Wir machen ihn voll. Jetzt nehmen sie mir da die Arbeit weg, das kann doch wohl nicht wahr sein. So, dann den roten Kaffee. Hä, wollten sie den nicht auffüllen hier?
Sind wir noch leer? Jungs, wie füllt ihr auf? Macht doch eure Arbeit mal zu Ende. So, ich bin echt gespannt jetzt. Ob ich neugierig bin. Warte mal, ich mache noch erst den blauen Kaffee hier, den, ne, den unten hier. Und dann gucken wir mal nach, ob... Oh, hat gerade so gereicht. Super. So, jetzt gucken wir mal nach. Okay. Damit kann ich leben. Da war das doch ein Fehler wahrscheinlich von irgendeinem Mod. 7663 Mark und 13 Pfennig habe ich eingenommen. Ja, mein Konto stand von 51.000 Mark. Wir brauchen... Ich muss noch mal ganz kurz gucken. Oh, meine Rechnung muss ich bezahlen. Fällt mir gerade ein. Uiuiuiui. Vier Stück. Anpassung kommt ja nicht. Lager ist nicht einstellen. Haben wir auch alles. Wachstum. 72.000, 83, 90, 102, 115, 132, 146, 160.000. Lizenzen, Kuchen, Kuchen, Chips, Nuss, Nougat, Soda, Soda, Wasserflaschen. Dann braucht... Nee, guck mal, wenn ich jetzt die Regale noch mal einbauen muss, ich weiß ja nicht, wo die Wasserflaschen reinkommen. Oder Dosen. Ja, Dosen ist eigentlich nicht unbedingt Kühlung, oder? Ja, kann auch Kühlung sein. Scheiße. Wenn ich das wüsste. Hier brauche ich auch. Nee, ich brauche Platz hier hinten in der Ecke. Gut, ich könnte... Ja, ich brauche trotzdem mehr Platz. Ich meine, ich könnte hier noch... Warte mal, hier könnte ich Kuchen mit einbasteln. Aber dann müsste ich... Ich will das nicht, dass hier Weichspüler und der ganze Quatsch steht und hier hinten und das will ich alles so ein bisschen schon, wenn denn schon so ein bisschen sortiert haben. Nee, ich würde sagen, wir machen wenigstens diese eine Reihe. Wenn wir die voll haben, dann können wir hier vielleicht noch Regale, eine Reihe Regale hinstellen oder irgendwas, keine Ahnung. Müssen wir mal sehen. Ich glaube, ich mache erstmal diese Reihe weg und dann, ne? Na, ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Und dann... Brauchen wir erst die nächste Lizenz. Oh, Broiler haben sie gekauft. Entschuldigung, Hähnchen. Mit Broiler könnt ihr ja nicht anfangen. Also die wenigsten. Obwohl ich da, wie gesagt, wenn ich so viel Zeit hätte, ne? Ich würde ja hier alles auf Ossi umbauen, aber... mir fehlt einfach die Zeit dafür. Oh, muss ich mal gucken, was habe ich da jetzt aufgefüllt eigentlich? Ah, okay, ich wollte nämlich noch rotes Mehl kaufen, siehst du? Ne, passt nicht. Wir sind ja schon bei 59 Minuten. Na Mensch, ach 59, was laber ich denn? 29 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, dann reicht das für heute. Wir sehen uns morgen wieder und dann geht das weiter hier. Ne? Pünktlich um 8 sehen wir uns wieder. Dann stehen, könnt ihr hier vor der Tür stehen. Und dann kaufen wir wieder. Ne, verkaufen wir wieder. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.